Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, was machen wir heute? Wir müssen wahrscheinlich wieder in den Sandkasten. So sieht's denn aus. Wie weit ist die? Die ist auf Level 6. Wir können die auf Level 7 machen. Okay, jetzt mal nochmal zurück. Dann gucken wir uns die erstmal an. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Und dann, was ist, wenn wir die auf 10 machen? Auf 10. Was hat sie dann? Neuneinhalb. Die andere Minzkeule, also die andere Keule, die Mutterspinnenkeule macht 10. Ja. Ich werde die jetzt mal nutzen. Die Mutterspinnenkeule lasse ich mal außen vor. Und weil wir nämlich diese Batzen brauchen, diese Minzdinger brauchen, müssen wir zurück in den Sandkasten und Minze farmen. Führt kein Weg dran vorbei. Da gehört das. Hier so rum, ne? War doch der. Ist doch der richtige Weg. Ich habe hier die Wegpunkte alle ausgemacht, aber ich glaube schon, dass das der Weg ist. Genau. Da unten über die Kassette auf die andere Seite. Essen mit? Ja, Gott sei Dank. Das wär's jetzt. Nochmal zurücklaufen. Nee, nee. Euch brauche ich gerade nicht, also werden wir unser Inventar mal nicht so zumüllen. Schläft Tegeler? Ja, er schläft. Super gesprungen. So, die Schaufel ist da. So geht's da lang. Da müssen wir uns unbedingt auch noch irgendwie, keine Ahnung, einen Weg hinbauen, damit man nicht immer da zum Picknicktisch muss und da aus hoch. Ich höre das schon. Aber ich habe jetzt keine Lust. Verständlich. Ich brauche ja andere Sachen. Und? Wie hübsch. Sind die alle wach? Ach ja. Ihr armen Bienchen. Hört euch ja so arm an. Möp, 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 möp. So, hier brauchen wir nicht springen, aber hier muss man springen. Ich gehe zufällig. Was rum? Ist das Apfelbrocken? Ja, brauche ich. Billy Hock und Grams? Nee, brauchen wir alles nicht. Geht's wieder bei den Akrobienen vorbei. Zack. Bodenbedrohung erkannt. Aber dieses Mal lasse ich mich gar nicht foppen. Geht's hier drunter. So. Trommelwirbel. Trommel. Ist vorbei. So geht's weiter hoch. Die
Die ideale Zeit, um in den Sandkasten zu gehen. Zur Mittagssonne. Ja. Komme ich beim ersten Mal auch nie hoch. Upsa. So, wie sieht's denn aus hier mit Federn? War das nur am Anfang mit den Federn? Oder kann hier vielleicht nochmal die ein oder andere Feder rumliegen? War wohl nur zu Anfang. Obwohl hier oben auf dieser Milchkanne. Was ist das? Thermoskanne. Da sitzt sie doch auch immer. So. Dann hier vielleicht irgendwas. Ne. Nix. Gar nichts. Also ist das wohl kein Spot, um Federn farmen. Was ist das? Welche Richtung? Ja gut, dann eben nicht. Hauptsache mal gewürfelt. Jo, ich fliege. Da haben wir alles. Liegen da irgendwo Federn rum? Pauschal würde ich sagen, nein. Ja, wir müssen ja sowieso da runter, ne? Aber ich wollte ja die ausprobieren. Jetzt zuerst mal da hinten hin. Und die scharfen Hot Chili Snacks oder wie die auch heißen zu holen. Oh, ich purzle. Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich muss mich ja zuerst umziehen. So, erstmal umziehen. I feel a little less squishy now. Stopp. Status. Wo ist der Humphrey? Wo ist denn der Hammer? Hammer. Du bist doch an. Hammer ist an. Wie das so ein. Tja. Kein Plan. Dann muss ich die ja noch essen, ne? Weil. Schauen wir mal. Die werde ich jetzt alle essen. Gucken wir mal, was dann passiert. Better than starving, I think. Gar nichts. Doch, scharfe Abwehr. 2 von 2 habe ich. Scharfe Abwehr. Wo ist die? Jetzt da unten dazugekommen? Wo ist denn die scharfe Abwehr? Das ist Abwehr. Schlagresistenz und Stichresistenz. Nicht gut an. Boss, machen wir mal die scharfe Abwehr an. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt zu dem Ameisenlöwen hier reingehen. Hallo Löwe. Kriegen wir überhaupt Schaden? Macht er irgendwas? Ah, nee, der ist betäubt. Ja, super. So. Wird geblockt. So. Perfekt. Salz. Ja, Salz. Unser Inventar aus. Ja, gut. Nehmen wir ruhig das Salz mit. Salz wird mitgenommen. Nein, wir brutzeln nicht. Ich habe die richtige Rüstung an.
Aha. Da ist nichts drin. Hier war da noch Glitzer, Glitzer irgendwo. Oder auch nicht. Eigentlich schon, aber trotzdem nicht. Ja, gut. Weiter zum nächsten Ameisenlöwen. Ja, wenn der betäubt ist, kann er sich nicht gut wehren, ne? Oh, so, das war die Höhle, genau. Und hier gibt es ja die Minze, die ich gesucht habe. Folge ich meinen eigenen Regeln nicht. Auch noch Minze. Oh, nee, aber... Weit. Mit ein bisschen Übung geht das auch ganz gut. Da muss ich da ein extra Video zu machen, wie man die scharfe Verteidigung bekommt. Oder geht das doch so? Ich glaube, das geht doch so, oder? So, nächster Ameisenbär. Wo ist er? Ein Ameisenlöwe. Der Ameisenbär sieht hier eher aus wie ein Ameisenelefant. Hier so unterwegs. Treffe ich keinen Ameisenlöwen? Wie geht das denn? Hat schon mal geglitzert, aber ich möchte ja zuerst die Ameisenlöwen kaputt machen. Da ist keiner, da kommt noch mal einer. Da und da hinten. Oder? Hallo. Betäubt. So, und hier gibt es ja nur Salz. Hallo, Ameisen. Wenn es überhaupt was gibt. Zack. Nee, hier war der Zahn drin. Hier taucht auch nichts anderes mehr auf. Ihr könnt ja ruhig mal eine Minze oder so irgendwas auftauchen, wenn der Zahn weg ist. Ameisen, lass mich in Ruhe. Da ist das Ding. So, der Eingang zum schwarzen Ameisenbau. Hüpp. Und... Na... Okay. Das war es nicht schön von dir. So. Hui. So. Weiter geht's. Ist kaputt hauen. Da vorne schon? Nee. Gehen wir mal rechts rum. Mal im Kreis. Sollte sich ja schicken. Und dann noch ein paar Schätze ausgraben. Und dann in die... Müssen wir dann in die Müllecke? Eigentlich müssen wir noch ein paar von den Kellerasseln holen und ein paar schwarze Ameisen, ne? So, ich glaube mich zu erinnern, dass sie auch eine Minze war, aber die ist wohl nicht mehr da. Ob ich das viele Salz mitnehmen, weiß ich nicht, aber was man hat, hat man. Besser haben, nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Okay.
übereinander. Das heißt, den letzten armen Löwen brauchen wir ja gar nicht kaputt zu machen, oder? Wieder ein perfekter Block. Wird mir ja selber unheimlich. So, das war's, ne? Und dann jetzt nochmal. Da versteckt sich noch was. Oh, 28 Plätze frei. Hey. Raus und dann. Rechts. Vorbei. Nochmal. Ausgang. Also hier. Jo. Dann haben wir alles. Dann brauchen wir den restlichen Ameisen. Löwen nicht mehr. So, jetzt würde ich gerne ein paar Glitzersachen ausbuddeln. Wenn es nicht schon dunkel wäre. Und es dann halt nicht mehr glitzert. Aber ich weiß zumindest, dass oben an der Burg zwei waren. Hier manchmal. Und zwei da unten. Das können wir machen. Eine super duper Brücke. Da kommen ja jetzt bestimmt noch mal welche, oder? Wie, ich habe das alles ausgegraben. Ich habe nicht alles mitgenommen. Ach nee. Ja, nicht alles mitgenommen. Laufen. Bis das Zeichen kommt. Wenn es kommt. Schlecht. Ganz schlecht. Da ist ja noch so ein Ding. Naja, alles klar. Wieder ein perfekter Block. Super. Da ist natürlich jetzt keine Mütze drin, weil ich letztens nicht alles mitgenommen habe. Das finde ich echt doof. Dann kann ich da jetzt nicht graben. Das ist noch nicht wieder bereit. Mist. Versunkene Knochen. Aber ich wollte mir ja sowieso noch einen Dreizack bauen. Und Eier. Das ist gar nicht so schlimm. Das war kein guter Block. Muss ich echt zugeben. Warum muss ich immer in deren Innereien gucken? Das will ich nicht. So, hier hoch. Hep. Hep. Ja, das war jetzt richtig gut. Hey. Oh. Da liegt ja auch noch was. War da oben noch was? Kein Plan. Aber wir gucken mal. Ja, da ist noch was. Ich hatte doch... War das jetzt in der Burg? Als ich jetzt hier hochgesprungen bin, hatte ich doch so ein Nacho-Ding gesehen, oder nicht? Oh, da ist noch ein Punkt. Geht ja gar nicht. Und das schaffst du. Du kommst dahin. 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 Ja. 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 Dann eben nicht. Und
Punkte sind 100 Punkte. So, nu. Ja, das Einzige, was mir einfällt, ist da hinten, ne? Da bei den Kakteen. Und dann runter zur Müllecke. Doch, nee. So, dazwischen war irgendwo was. Von Kackeiern. Er kommt mit ins Wasser. Und das. Kommt dann nur hier hin, nicht mit hin. Was ist denn? So. Junge, Junge. Gut dann. Das ist nicht anders gewollt. So. Los. Hier war nämlich irgendwo was zum Aus. Hier irgendwo da. Nee, jetzt auch mir nicht ein Salzstück. Oh, komm. Das ist gemein. Mit diesem einen Salzstück. So, und hier dazwischen war da auch noch was. Aber vielleicht nicht von der Seite, vielleicht eher von der Seite. Aber mindestens mal nicht direkt komplett tot. Ach, Mist. Lass jetzt do. Jetzt komplett do. Wo ist er hin? Oh, wir sind voll. Das bedeutet, wir brauchen gar nicht mehr in die Müllecke. Das heißt, wir müssen jetzt nach Hause gehen. Das ist dumm. Oder wir gehen in die Müllecke und schlafen am Ameisenbau. Könnten wir natürlich tun. Geht ihr mir auf die Nerven? Ja, ist klar. Geht weg. Ja, greift die Ameise an. Tu das. Müllecke. Da. Wasser haben wir dabei. Haben wir genug zum Essen dabei? Noch zwei Stück. Ja, das sollte eigentlich reichen, wenn wir geschlafen haben. Reichen. Müllecke Ameisenbau. Wo springen wir da am besten runter? Muss ich mal gucken. Da ist der Gartenschlauch. Dahinter kann man durchtauchen. Und hier so. Das ist der Donut, wo man nicht weiterkommt. Ja, machen wir mal Müll nach. Hier um, oder? Ist das so? Da müssen wir hin. Ganz außen rumlauf? Scheint so. Ich hab Bock drauf. Gibt's hier Klee? Kann ich mir hier ein Bettchen bauen? Der Klee ist da unten. Ah, ist das doof. Ja gut. Egal. Schafft er es bis da hinten hin? Ach schon. Jetzt
geschafft. So, aber genau hier verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss.